Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben uns im letzten Part auf den Weg gemacht zu den Hornisse. Hornisse, das ist diesem Vogelvolk, liebevoll von mir, statt Orni immer Horni genannt, weil irgendwie sehen die doch alle ziemlich horny aus. Und machen uns dann da jetzt auch heute mal auf den Whoopala-Weg hin. Na? Nicht getroffen, ne? Ich dachte, ich treffe den. Nix hat funktioniert. So, wo müssen wir denn lang? Ich muss erstmal auf die Map gucken. Also ich wäre jetzt einfach den Weg hier reingegangen. Der führt uns auf jeden Fall in dieses Gebiet und dann müssen wir erstmal hier den Turm suchen. Ich würde sagen, das ist so erstmal heute die Mission. Und da meine Zelda-Map, wo ich immer gucke, verbuggt ist und nichts mehr anzeigt, sind wir heute mal wieder komplett auf uns gestellt. Aber wir haben das auch schon früher geschafft. Also, oh, was ist da los? Werden wir das auch heute wieder schaffen? Tu doch was! Ja, ich bin unter... Oh, kein Bogen ausgerüstet. Warte, ich arbeite dran. So ein Bügelchen ausrüsten. Hoppala. Okay, und treffen müsste ich natürlich auch noch. Wo ist mein Pfeil? Ich will ihn wieder haben. Hallo? Hey. Ausweichen, das geht doch. Irgendwas macht hier Geräusche. Hört ihr das? Irgendwas macht hier ein komisches Glittergeräusch, aber... Ich weiß nicht, was es ist. Hallo, ich habe dein Leben gerettet. Was sagst du? Das war knapp. Da wären wir auf ein neues. Ich brauche schon wieder Hilfe. Aber ich kann auch nicht zurück nach Angelstädt. Zuerst muss ich reich werden, damit ich es allen gezeigt habe. Ja, bei dem Unterfangen wünsche ich dir erstmal weiterhin viel Erfolg. Ne? Das ist so mit dem Reichwerden, du, das ist so eine Sache. Will eigentlich jeder, kriegt fast keiner hin. Das ist schwierig, ne? Es ist schwierig. So, wir machen uns weiter. Auf den Weg in neue Gefilde. Das sieht ja erstmal ganz interessant aus da. Noch keine Wüste, aber es wird bergig. Mal schauen. Wir können nebenbei mal ein bisschen die Augen offen halten. Vielleicht sehen wir ja einen Krog oder irgendetwas sehr Krog-Verdächtiges. Manhala-Brücke. Da sehe ich aktuell erstmal hauptsächlich Wasser. So. Auf den Todesberg freue ich mich auch so ein bisschen. Das machen wir dann als nächstes. Also nachdem wir dann das Vogelvolk gemacht haben, die Orni, danach machen wir uns dann auf zu den Grunen. Gehen uns auch mal auf den Todesberg hinauf. Das sieht ja auch schon so richtig einladend aus. Wenigstens ist es da definitiv muckelig warm. Da brauchen wir uns da erstmal keine Sorgen machen. Moin, da kommt uns auch schon wieder wer entgegen. Guten Tag. Ah, was für ein Tag. Ganz hier in der Nähe, da soll der Herr der Wildnis zu finden sein. So wurde mir berichtet. Allerdings habe ich keine Ahnung, wer oder was das sein soll. Ein Fisch, ein bärtiger alter Mann. Es ist mir ein Rätsel. Und ich würde sagen, ich bin das, ne? Du hast ihn gefunden. Willkommen. Was kann ich für dich tun? Als bärtiger Mann. Total so bärtig wie Link auch ist, ne? Das ist schon... ein Fuchs. So, haben wir mal diesen schönen Nachtspaziergang. Das ist natürlich auch immer ein bisschen nicht so dolle. Hier erstmal nur Bäume, aber noch nichts Turmartiges. Wir sollten gleich mal so eine Erhöhung aufsuchen. Wir sind auf jeden Fall in dem Gebiet drinne. Man darf hier auch ruhig wieder Angst haben, dass irgendwelche Wächter rumeiern. Lass uns erstmal irgendwie auf so eine Erhöhung gehen und gucken, ob wir den Turm von dort irgendwo erspähen können. Oder irgendwas anderes Unangenehmes wie Wächter oder so. So. Ich sehe was, was du nicht siehst. Was ist das da hinten? Und das ist kein Turm. Das ist bestimmt irgendwo in den Bergen drinne. Also hier ist nur Wiese, da hinten ist schon wieder das Schloss. Hier ist nix, da ist nix, hier ist Baum. Mit einem verdächtigen großen Stein davor. Also ich schätze mal, das Türmchen. Das sind Leuchtsteine, das ist cool. Die können wir für ordentlich Geld bei den Soras verkaufen. Aber wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Das ist die Frage. Wir gehen erstmal weiter.
einfach mal den Weg ins Landesinnere folgen. Wir waren doch hier eigentlich mal irgendwo auf einem Weg, den ich jetzt inzwischen schon wieder verloren habe. Jetzt ist es einfach nur noch grün. Das ist auch nicht verkehrt. So ein bisschen einfach mal ins Nirvana laufen. Da ist das ein Weg. Ich weiß es nicht so genau. Einfach mal, wir gehen einfach mal ein bisschen erkunden. Man muss ja auch mal ein bisschen gucken. Hier sieht das doch total muckelig aus. Waldlichtungsmäßig. Aber halt immer noch kein Turm. Das sieht hier eher so nach einem Ort aus, wo man eine Erinnerung finden könnte, ne? Muss man ja sagen. Also hier würde ich jetzt so eine Erinnerung mit Zelda erwarten. Türmchen würde ich natürlich auch nehmen, wenn einer da wäre. Aber aktuell sieht das da etwas, ja, nicht ganz so gut aus. Man kann jetzt da hochgehen. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal da hoch. Weil man kann sonst auch durch den Canyon laufen. Aber durch den Canyon durch haben wir natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Übersicht, um nach Türmen Ausschau zu halten. Deswegen lasst uns mal hier hochgehen. Was ist das? Ist das für ein Kürbis? Ach nein, das ist ein Skelett. Ich finde, so ein Skelett hat auch leichte Ähnlichkeiten mit dem Kürbis. Wenn man mal ehrlich ist, ne? So, seid ihr alle kaputt? Kann ich euer Zeug einsammeln? Looten. Da ist wieder dieses Geglitzer. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das auch? Das klingt so, ja, so feenmäßig, als würde so eine Fee um einen herumfliegen oder sowas. Wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Ich sehe zwar viele interessante Orte, aber kein Turm. Und ich bin immer so einer, der erstmal sagt, erstmal den Turm finden. Dann gehört das Gebiet nämlich uns. Und dann machen wir den Rest. Gut, die Leuchtsteine, die können wir aber mitnehmen. Leuchtsteine sind immer gut. Oh je. Wir machen erstmal den Skelettmogli kaputt. Ja, die sind doch aus Skeletten. Haltet doch eh nichts aus. Komm. Da hättest du, eigentlich hättest du auch einfach liegen bleiben können, wenn man mal ehrlich ist. So. Wärst du einfach liegen geblieben, hättest du Ruhe gehabt. Nein, man muss ja aufstehen. So, da hier, das ist eine der wichtigsten Geldquellen, diese Leuchtsteine, also meiner Meinung nach zumindest, weil wir halt 10 davon für einen Diamanten verhökern können und ein Diamant ist halt schon mal 500 Rubine wert, ne? Und 10 so eine Leuchtsteine zu finden ist, wenn man auf die Suche geht, gar nicht so schwierig. So, das hier sieht doch verdächtig aus. Kann man da irgendwas krocken? Weil wenn hier so viele Steine da irgendwo rumliegen, die man irgendwo runterrollen kann, dann könnt ihr eigentlich immer davon ausgehen, dass da unten irgendwas Groggiges ist. Wahrscheinlich in diesem Loch oder so. Mal gucken. Ja, perfekt. Und... Oh. Mist, er ist drüber hinaus gekegelt. Ich glaube, das war zu viel. Bisschen mehr Liebe, Link. Bisschen mehr Liebe. Wir machen nochmal einen zweiten Anlauf. Ja, los. Ich kann es mir natürlich auch einbilden, aber es sieht so verdeckt aus, dieses Loch da. Wenn man nicht so viel Gas geben würde... Oh. Und das muss zwischen diesen beiden Bäumen da durch. Das kann natürlich auch sein, dass das zwischen diesen beiden Bäumen durchrollen soll. Oh, wo rollst du denn jetzt hin? Das ist aber gar nicht die Richtung von den zwei Bäumen. Da lang wäre das. Los! Also so wirklich rollen tut er ja nicht. Das ist eher so ein Rutschen. Aber halt auch nicht wirklich durch die Bäume. Naja, also ich glaube, das ist hier so ein... Das ist hier 100% so ein Ding. Ich habe nur einfach versagt. So, jetzt kraxeln wir mal hier hoch. Das ist halt echt so ein bergiges Gebiet, ne? Da wird das nicht so einfach werden, den Turm zu finden. Hier, was haben wir denn da? Grog? Nö. Nix. Das war auch, guck mal, da ist auf jeden Fall schon mal irgendwas, was leuchtet. Oh, was haben wir denn hier entdeckt? Immerhin war es nicht ganz sinnlos, hier hochzugehen. Es ist immerhin eine Eichel da und eine Kiste. Hoppala. Wollen wir doch mal ihren Inhalt lüften. Na, komm her. Ups. So, wenigstens ist dafür etwas Tolles drin. Ein Waldbogen. Ja, gar nicht mal so schlecht. So. Wir werden unseren Blick jetzt immer weiter schweifen lassen. Hier sehen wir nichts. Da hinten sehen wir einen Turm. Der wird aber nicht für dieses Gebiet sein, oder? Ich markiere den mal gerade gelb.
Nein, das ist das Wüstengebiet. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Aber wir gucken auch, guck mal, in welche Richtung wir gucken. Wir müssen ja irgendwo, ich würde den irgendwo so hier vermuten. Wir sind also leider auch so ein bisschen falsch ausgerichtet. Ich lösche mal hier eben diese Markierungen. Die brauchen wir nämlich erstmal nicht mehr. Also ich muss jetzt umdrehen. Türmchen eher in die Richtung. Und dann wird das vermutlich. Was ist denn das da für ein hell leuchtendes Ding? Was ist das? Das sieht verdächtig aus. Also erstmal leuchtet hier hinten irgendwas sehr verdächtig. Und dann ist da ein Turm. Und jetzt gucken wir mal, der blaue ist es nicht. Also kraxeln wir jetzt erstmal weiter den Berg hier hinauf. Blau ist es nicht, es muss hier noch einen anderen Turm geben. Der blaue ist erst der fürs nächste Gebiet, da wollen wir auch noch hin. Aber noch nicht jetzt sofort. Das bedeutet, wir erklimmen jetzt einfach mal diesen Hügel hier. Naja, Hügel. Diesen kleinen, gemütlichen, oh, Berg. Hallo. Und werden von dort aus hoffentlich erblicken können, wo der Turm ist. Vielleicht ist er ja sogar da oben. Au, what the fuck? Also da hier so Widerstand herrscht, indem hier Steine runterrollen, könnte man annehmen, dass hier oben tatsächlich irgendetwas Wichtiges ist. Und dann werden hier Steine runtergekegelt. Das ist nicht sonderlich nett. Oh, hallo. Oh, Moment, falschen Schwert. Wir nehmen wieder das Master Schwert, weil, hey, ne, warum nicht? Moin. Ist zwar nicht Lohn bei euch, aber hey, ist es ein schönes Schwert, ne? Muss man halt einfach mal sagen. So, gebt mir mal all euer Loot. Und die Fit-Karotten vor allen Dingen wichtig. Es wird langsam kühler, habe ich das Gefühl. Es wird allmählich kühler. Noch geht's, ne, Link? Du frierst noch nicht, oder? Also du sagst Bescheid, wenn es soweit ist, dann ziehen wir unseren Winterwams an. Oh, guck mal. Wir haben einen Schrein gefunden. Naja, immerhin etwas. Moratania-Schrein. Das ist zwar nicht das, was ich wollte, aber auch den nehmen wir. Ist ja nicht verkehrt, ne? So, bevor du da reingehst, haben wir ein Flammenschwert oder sowas dabei. Weil zum einen, der Vorteil an so einem Flammenschwert. Wir hatten doch schon mal so eine Feuerwaffe, oder nicht? Die ich mit. Ja, genau, die ich nicht benutze. Wenn wir ein Flammenschwert nehmen, wird uns schlagartig warm. Also wir können auch so ein Schwert nehmen, um uns zu wärmen. Ba-ba-ba! Ich hab's geahnt. Du hast mich entdeckt. Das sah zu verdächtig aus. Tschüssi. Oh, hau rein, ne? Du kannst es dir hier gemütlich machen. Sag mal, du Kroggy, ne? Du weißt nicht zufälligerweise, wo hier. Nee, weiß ich nicht. Also ich müsste halt mal wissen, wo der Turm ist. Aber eigentlich, wir machen erstmal den Tempel, wenn wir den schon gefunden haben. Warum nicht? So, erstmal ein Stückchen Kaffee. Man muss ja jetzt auch sein Hirn anregen. Das heißt, jetzt muss auch Kaffee in die Figur rein. Dass wir immer noch 1999 Rubine haben. Perfekt. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir überhaupt hin sind. Einfach mal so straight irgendwo in die Gegend latschen und hoffen, dass man was findet. Also der Turm ist. Oh, was ist denn das? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Moratania. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Ja, mit Schwung. Das schwingt ja schon ganz gut eigentlich, ne? Könnte noch ein bisschen mehr schwingen. Muss ich das per Zeitding dann anhalten? Ja, sieht wohl so aus. Und wie mache ich dann mehr Schwung drauf? Dum, dum. Vielleicht. Wenn ich jetzt sowas mache. Bing. Bing. Reicht das schon? Nicht so wirklich. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich es schlimmer gemacht. Das war. Jetzt haben wir doch weniger Schwung. Aber ich weiß nicht. Oh nein, was war das denn, Link? Was war das denn, Link? Ich springe jetzt erstmal in den Tod. Das ist nicht so einfach. Du solltest vielleicht. Mit ein bisschen mehr Elan, also komm, das hätte er ja wohl schaffen können. Wie kriege ich denn das jetzt ans Schwingen? Mit so einem Wedel vielleicht, wenn wir so ein Wedel hätten? Wir haben aber nur kein Wedel, das ist das Problem. Irgendwie müssen wir das ja jetzt hier in Schwung versetzen. Hammer vielleicht, irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung.
Ist ein Hammer drauf, aber das schwingt das ja nicht, ne? Da schwingt gar nichts. Wir brauchen so ein Palmenwedel, glaube ich. Ohne Palmenwedel kommen wir hier nicht wirklich weiter. Also ich kann jetzt versuchen, da noch rüber zu kommen, aber danach wüsste ich nicht. Ja, vielleicht reicht... Da, nee. Ja, Link. Weißt du, wenn du so gar nicht mithelfen willst, ne, dann wird das auch nichts. Du musst auch schon ein bisschen gleiten, wenn ich mir das wünsche. Wo sind wir denn jetzt? Wir könnten versuchen da... Also ich, ohne Palmwedel wüsste ich jetzt echt nicht, wie man die Dinger in Schwung bringen soll. Keine Ahnung. Wir holen uns mal so ein Wedel. Ich glaube, das hat vorher keinen Sinn. Ich bin da mal ganz offen. Weil da kann ich es mir dann vorstellen. Wir stellen uns auf so ein Ding und dann wedeln wir einfach mit die Luft von uns weg. Und dann bewegt sich das auch. Dann setzt das sich entsprechend in Schwung. Vielleicht eine Bombe und ein Stasismodul hätte vielleicht auch funktioniert. Aber ich glaube, Wedel ist besser. Jetzt ist nur die Frage, wo kriegen wir so ein Ding her? Dafür brauchen wir einen Baum, den wir eben mal fällen können. Das hat nicht so lange gedauert, ey. Oh, ein cooler Rabe. Tut mir leid, aber ihr standet da gerade einfach so einladend direkt vor mir. Es ging nie anders. So, gehen wir mal so ein Wedel hier. Aber normalerweise, wenn man so ein Wedel brauchen würde, ne? Liegt jetzt so ein Ding rum? Nee, nur Holzbündel. Ich brauche so ein Wedel. Coinwedel. Coinwedel. Aber immerhin drei Holzbündel. Wir machen mal eben noch weiter. Komm schon, ich brauche so ein Wedel. Oh, gibt's doch nicht. Ich brauche ein Wedel. Okay, wir kommen wieder. Warte, wir können uns den Schrein ja auf der Map markieren. Wo sind wir denn gerade? Hier. Ja, der ist markiert. Schreine, die man noch nicht gemacht hat, die sind da so blau und offen. Die kann man sich dann noch hin, da kann man sich hin teleportieren. Also wir gehen jetzt einfach eben erstmal weiter auf Wedelsuche. Und vor allen Dingen will ich jetzt wissen, wo der Turm ist. Das ist der, den ich markiert habe, ja. Da sehe ich noch, was ist das da unten? Hier war mal des Nächtens diese... Das hat sich jetzt auch wieder erledigt. Nee, du sollst das entfernen. Oh Mann. Du sollst das entfernen, Link. Okay, Markierung löschen. Markierung löschen. Also wir kommen wieder zu dem Turm. Zu diesem Dings, keine Sorge. Wir gehen jetzt nur mal eben in diese Richtung. Ich will den Turm finden. Und wir brauchen so einen Wedel. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, Oh, was ist das? Das ist ein Krog. Okay, wir folgen erstmal dem Krog. Okay, okay. Vielleicht führt er uns zu einem Wedel, wer weiß. Ja, moin. Bis jetzt so leicht. Ba, ba, ba. Ui, du hast mich entdeckt. Ein Krogsamen und ich glaube, ich... Tschüss. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe... Nee, das ist nur... Ist das Lava oder ist das... Das ist ein Schrein, oder nicht? Wenn ich das richtig sehe, habe ich da auch einen Schrein entdeckt. Das sieht nicht aus wie Lava. Das sieht aus wie einen Schrein. So. Meine Frage ist aber immer noch nicht beantwortet. Wo ist der Turm? Wo ist den verdammten Turm? Wir gehen jetzt hier erstmal hoch. Das ist blöd. Warte, wir gehen auf der anderen Seite hoch. Komme ich da auch hoch? Weil sieht sehr steil aus. Wir gehen lieber außen rum. Wir müssen mal schauen, dass das Ding so schwer zu finden ist. Wahnsinn, also da hinten steht einer, das ist... Oh, was ist das hier? Das sieht einladend aus, das ist ja richtig muckelig hier. Guck mal, so ein Bergquell. Was haben wir denn da? Also wenn ich so ein Krog wäre, ich würde ein bisschen gemütlich machen in so einem Bergquell, ne? Nee, offensichtlich nicht. Ich wäre wohl kein guter Krog. Da hinten sehe ich noch einen Turm. Ich glaube, das war er. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Da ist er. Das dürfte er sein. Oder es ist schon wieder der nächstweitere. Nein, da ist er. Das ist dieser von diesem Ort. Scootan. Also das müsste... Warte, ich gucke jetzt noch auf die Map. Das ist er doch, oder nicht? Man, stresst man hier nicht so rum. Wir haben hier harte Arbeit zu verrichten. So, ist er das? Das ist er. Alles klar. Oh, da bin ich aber weit abseits reingegangen in das Gebiet. Können wir da denn einfach so hinschweben? Wir können es gleich mal ausprobieren. Was ist das vor allen Dingen für ein gruseliges, merkwürdiges Gebiet? Aber gut.
Wir haben den Turm immerhin noch gefunden. So, der Hahn kräht, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle dann eben erstmal kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.